Starten wollen wir aber mit dem wohl wichtigsten Thema der Woche. Am Sonntag wird gewählt. Ja, das Europaparlament wird gewählt. Und da werden auch wir Duisburger in die Wahlkabine gehen und unser Kreuz machen. Doch gehen wir überhaupt alle wählen? Und ja, wie viel interessiert sich der Duisburger eigentlich für Europa? Diese Fragen haben sich auch Studierende an der Uni Duisburg-Essen interessiert. Im Rahmen ihres Politikstudiums sind sie mal auf die Straße gegangen und haben die Duisburger gefragt. Hier an der Uni Duisburg-Essen wird nicht nur in Physiklaboren und Maschinenbauwerkstätten geforscht, auch auf der Straße werden Untersuchungen gemacht. Und zwar zu Europa und den kommenden Wahlen und wie darüber in den Kommunen gedacht wird. Die Idee dazu hatte Politikwissenschaftler Dr. Oliver Schwarz, der daraus ein Seminar für Studierende gemacht hat. Die Sonntagsfrage beispielsweise ist eine sehr bekannte Frage zur Bundestagswahl. Also auf deutscher Ebene wird diese sehr oft gebraucht. Auch auf europäischer Ebene haben wir mittlerweile sehr detailliertes Datenmaterial. Für die Kommune, für die Städte fehlt uns so etwas. Dabei ist das eigentlich der Ort, wo Europa passiert, wo die Menschen zur Wahl gehen, in ihre Wahllokale. Von daher wollten wir dort einmal hineinschauen, weil das so der Blindspot, also der weiße, blinde Fleck ist, den sonst keiner beleuchtet. Zusammen mit Wissenschaftler Dr. Thoralf Stark begleitete er die Studierenden auf den Weg auf die Straße. Und die lernen, dass der Anfang einer Studie vor allem eines bedeutet. Viel Arbeit, viel Arbeit, viel Arbeit. Zuerst im ersten Semester. Wir haben in der Methodenanwendung den Vorteil, dass wir ein ganzes Jahr mit den Studierenden arbeiten können. Also nicht nur ein Semester lang. Das heißt, im ersten Semester haben sich die Studierenden mit dem Thema beschäftigt, mit der Literatur. Und haben darauf aufbauend dann den Fragebogen entwickelt. Das sind gut 14 Seiten geworden, 26 Fragen, da musste viel gekürzt werden. Und jetzt im April ging es halt in einzelnen Stadtteile. In Stadtteilen wie Neudorf, Düssern oder Rheinhausen wurden dann knapp 6000 Duisburger angesprochen. 599 Antworten konnte man für die Studie analysieren. Eine Stichprobe mit einem netten wie wichtigen Nebeneffekt. Meine Aufgabe, meine Hoffnung ist es auch, dass wir durch dieses Projekt vielleicht den einen oder den anderen auch noch zur Wahlbeteiligung bekommen, damit wir dann am 26. Mai eine relativ hohe Wahlbeteiligung haben. Letzte Woche wurden die Ergebnisse der Öffentlichkeit vorgestellt. Wie hoch die Wahlbeteiligung aber dann wirklich sein wird, das sehen wir am kommenden Sonntag. Ja, und wie das jetzt mit der Wahlbeteiligung aussieht und auf weitere Ergebnisse schauen wir jetzt mit einem Studierenden, ja, der hautnah dabei war, die Duisburger befragt hat. Ja, Studierender an der Uni Duisburg-Essen, Politikwissenschaften. Herzlich willkommen, Frederik Paul. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, Frederik, wir haben uns aufs Du geeinigt. Genau. Ja, was bedeutet Europa eigentlich für dich? Das war ja eine zentrale Frage in eurer Umfrage. Also für mich persönlich bedeutet Europa natürlich dieses große Projekt, dass immer wieder Frieden und Freiheit in Europa sichert. Ich meine, wir sind die Generation, die hier in Frieden und Freiheit leben darf. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, das muss man auch immer wieder deutlich klar machen. Ja, jetzt habt ihr die Umfrage durchgeführt. Wie sehen die Duisburger das? Ist für die Europa ja etwas Wichtiges? Wie sehen die das? Also mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, auch auf der Straße, da hat man immer wieder das Feedback bekommen, dass die Europawahl eben schon extrem wichtig ist für die Leute. Wir haben aber auch festgestellt, und in unserer Umfrage haben wir Verbundenheit abgefragt. Das heißt, wir haben geschaut, sind die Leute eher verbunden mit Duisburg oder eher verbunden mit Deutschland oder vielleicht eher verbunden mit Europa? Und wir haben doch gesehen, dass die Verbindung zu Deutschland immer größer ist als zu Europa. Ja, und genau um diesen Effekt geht es ja auch, lokale Bürger zu befragen, wie sie mit Europa in Verbindung stehen. Und da wollen wir jetzt mal auf eure Ergebnisse schauen. Und da ist das erste Stichwort Wahlbeteiligung. Da können wir es sehen. Klassische Sonntagsfrage, würden Sie zur Wahl gehen, wenn am Sonntag Europa gewählt werden würde? Jetzt ist es nächsten Sonntag ja schon soweit. Und ihr habt im April gefragt. Wie sah es da bei den Duisburgern aus? Wir hatten 85% derjenigen, die wir befragt haben, haben eben gesagt, ja, wir würden zur Wahl gehen. Und 15% haben gesagt, nein, wir würden nicht wählen gehen. Das ist natürlich eine hohe Wahlbeteiligung. Da ist auch immer die Frage, inwiefern das quasi dann auch wirklich so eintreten wird. Vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Wir haben face-to-face befragt. Das heißt wirklich auf der Straße von Gesicht zu Gesicht. Und da ist natürlich vielleicht immer so ein bisschen eine soziale Erwünschtheit mit drin. Das heißt quasi, die Leute sagen vielleicht eher, sie würden wählen gehen, obwohl sie es vielleicht nachher nicht tun. Und man sieht eben einfach auch, dass die Wahlbeteiligung ein bisschen nach unten sinkt, wenn man eben anonym fragt oder im Internet abfragt.
Ja, und 2014 war, glaube ich, auch eine Besonderheit, weil da ja auch die Europawahl mit der Kommunalwahl zusammen war. Ne? Was hat das nochmal für einen Effekt? Also der Effekt ist dann derjenige, dass quasi, wenn wir zwei Wahlen miteinander verbinden, sprich Europawahl und dann eine Kommunalwahl, dass die Wahlbeteiligung steigt. Und das haben wir auch in unserem Seminar diskutiert. Die hypothetische Frage, wird sich die Wahlbeteiligung jetzt erhöhen oder nicht erhöhen, also quasi sinken? Da gibt es eben die zwei Positionen. Einmal die sagen, nein, es wird sich nicht erhöhen, weil eben letztes Mal die Kommunalwahl in NRW zeitgleich war und deswegen die Wahlbeteiligung nach oben geschoben worden ist. Ich meine, wir haben jetzt übrigens auch Kommunalwahl in Bremen, aber das spielt ja für Duisburg erstmal keine Rolle. Und die anderen waren eben der Meinung, oder ein paar waren eben der Meinung, doch, die Wahlbeteiligung wird sich erhöhen, und zwar dadurch, dass dieser Wahlkampf natürlich emotional ist und immer wieder auch darauf verwiesen wird, dass es wichtig ist, wählen zu gehen und eben, dass es eben auch eine richtungsentscheidende Wahl für Europa ist, dass man die Leute vielleicht so über diese emotionale Schiene in die Wahlurne oder an die Wahlurne bekommt. Also auf der einen Seite Schicksalswahl, die Leute werden auf jeden Fall gehen. Auf der anderen Seite aber auch eben, ja, wenn keine kommunale Wahl, die mit mir direkt in Verbindung steht, ansteht, gehe ich nicht wählen. Ja, welcher Meinung bist du denn? Also ich glaube, dass die Wahlbeteiligung sich nicht erhöhen wird. Auch aufgrund dessen, was ich vorhin schon gesagt habe eingangs, dass die Leute sich eher mit Duisburg verbunden fühlen und auch eher mit Deutschland als mit Europa. Und deswegen glaube ich, dass eine Kommunalwahl die Leute noch mal mehr an die Urne bringt, um dort zu wählen, um ihre Stimme abzugeben. Wir werden sehen, eine Wahlbeteiligung von 85%, da würde ich mich natürlich als Politikwissenschaftler darüber freuen. Das glaube ich. Ja, schauen wir jetzt noch mal genauer auf die Ergebnisse. Wir haben noch ein zweites Diagramm von euch zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, wie würden die einzelnen Parteien abschneiden, wenn im April, die Sonntagsfrage wurde gestellt, ja, Europawahl gewesen wäre. Was kannst du uns da zu den einzelnen Parteien erzählen? Genau, wie jetzt wir und auch die Zuschauer sehen, ist es eben so, dass die CDU und die SPD, also die beiden großen Volksparteien, doch stark verlieren. Insgesamt 23%, die CDU 11, die SPD sogar noch ein bisschen mehr, 12. Und wir sehen, dass die Grünen stark nach oben gehen, also 8% dazugewinnen im Vergleich zur Wahl im Jahr 2014. Und daran sieht man eben, dass es auch in Duisburg weiterhin eher einen linken Block gibt. Das heißt, Duisburg ist weiter links und dieser linke Block wird auch getragen von der Sozialdemokratie, aber nicht mehr so stark, weil eben die Verluste, die dort ja leider oder für die SPD eben geholt worden sind, ja, von den Grünen, also auch von einer Partei, die links der Mitte steht, kompensiert wird. Ja, und was ist jetzt das Überraschendste an dich, für dich bei dieser, an diesen Ergebnissen gewesen? Habe ich jetzt gerade gar nicht gesagt. Das Überraschendste war für mich tatsächlich die AfD, die eben 3% dazugeholt hat oder 2%, also jetzt insgesamt auf 5% hochgegangen ist, von 3 auf 5, also einen Zuwachs von 2%. Und das ist natürlich wenig. Und wir haben alle mit deutlich mehr gerechnet und wir sind gespannt, wie das Ergebnis am Sonntag aussieht. Ja, das eine ist eben Thema Rechtspopulismus, hast du jetzt gerade angesprochen. Das andere, ja, sind es vielleicht auch die besonderen Zeiten, in denen wir leben, auch gerade was Fridays for Future angeht, Klimaschutz, dass die Grünen jetzt so stark zugelegt haben innerhalb von 5 Jahren? Definitiv. Also wir sehen jetzt auf jeden Fall, also wir haben in unserem Fragebogen eben auch Themen abgefragt und haben eben auch geschaut, was sind denn die wichtigsten Themen der Bürgerinnen und Bürger für die Europawahl oder für die Europäische Union. Und wir haben eben gesehen, dass da die Klimafragen, Klima- und Umweltfragen ganz vorne waren. Und wir haben uns eben dann nochmal angeschaut, was haben die Bürgerinnen und Bürger denn vor 5 Jahren in ähnlichen Fragen gesagt. Und da kam man eben heraus, dass ja, Umweltfragen noch gar nicht so stark eben im Fokus der Menschen waren, sondern vor allen Dingen Fragen der Migration. Und weil da dieses Migrationsthema eben viel, viel größer und stärker war. Und ja, wir konnten eben jetzt beobachten, dass sich das auch mit Fridays for Future ganz schön gedreht hat. Also die Leute haben eben wirklich im Bewusstsein, dass Umwelt- und Klimafragen wichtig sind. Und wir glauben, dass die Grünen so stark zugenommen haben, weil eben dort die Kompetenzzuschreibung, diese Probleme zu lösen, eben mehr vorhanden sind als vielleicht bei anderen Parteien. Ja, ja, cool, dass ihr da so im Studium ja so nah am Bürger seid und auch praktisch arbeiten dürft. Hat da bestimmt Spaß gemacht, oder? War super. Also es ist nicht immer ganz einfach, dann auch einen Fragebogen voll zu kriegen. Die Leute haben natürlich alle wenig Zeit und wir mussten eben auch schon alle gucken, dass wir unsere Leute befragen. Aber im Großen und Ganzen hat es Spaß gemacht. Man ist, wie schon gesagt, sehr nah am Bürger dran und man kriegt auch einfach direkt wiedergespielt auch mal ein Feedback so mit, was man vielleicht auch gar nicht so sonst durch Medien oder auch durch andere Berichterstattungen
oder durch Diskussion unter Politikwissenschaft an so mitbekommt, dass man da eben auch mal die Scheuklappen absetzt, sage ich jetzt mal, und einfach mal wirklich ins Feld geht. Das ist super interessant gewesen und hat großen Spaß gemacht. Ja, dann hoffen wir mal, dass am Sonntag viele Leute wählen gehen und auch die Duisburger. Ich danke dir für das nette Vielen Gespräch. Dank. Dankeschön.